Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit Roman. Du warst lange nicht bei mir auf dem Kanal. Richtig, gell? Und ich habe dich so vermisst. Und ich glaube, ihr habt mich auch vermisst. Und ihr habt auch... Nein! ...den Witz des Tages vermisst. Also, sagt eine Wahrsagerin zur Ehefrau. Ihr Mann wird morgen sterben. Darauf die Frau. Ja, ja, ich weiß. Ich will nur wissen, ob ich freigesprochen werde. Oh. Und da sind wir doch schon passend beim Thema heute, oder Schatz? Ja, das stimmt. Gute Überleitung. Ich weiß. Wir beantworten heute nämlich die Fragen, dass ich hoffe, das ist der Boyfriend-Tag. Ich habe einfach tatsächlich Boyfriend-Tag in Google eingegeben und die ersten Fragen, die erschienen sind, habe ich jetzt einfach genommen. Ich kenne sie selber noch nicht. Ich auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Und das Schöne ist, wir beantworten sie nicht gleichzeitig, sondern getrennt voneinander. Vielleicht lerne ich dich ja nochmal besser kennen. Meinst du, das geht noch besser? Ja. Ich setze mich nachher einfach nochmal kurz hier hin und nehme nochmal die richtigen Antworten auf. Genau. Wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Wenn ihr mehr von Roman sehen wollt, mehr mit Roman sehen wollt, dann gerne Daumen nach oben. Schreibt auch gerne unten in die Kommentare, was ihr euch da so vorstellt. Und schreibt einmal eine Bewertung seines aktuellen Witzes. Ja, der war ja wieder... Der war tatsächlich, der war besser als andere. Und der war unerwartet. Ja, das stimmt. Das war so, ach krass. Oh, oh nee. Nein, doch. Mal so, hier viel zum Schneiden. Jetzt fangen wir wirklich aber an. Und ich würde sagen, los jedes. Also Annika und ich haben uns ganz typisch bei Instagram kennengelernt. Ich blende euch mal dieses Foto hier ein. Ich glaube, dass ich ihn da das erste Mal gesehen habe und mir dachte, oh, was ist das denn? Und dann bin ich auf dein Profil gegangen und ich glaube, ich habe ein, zwei Bilder geliked. Ich gebe es jetzt hier offen zu. Und ich dachte, okay, alles klar, ich schreibe ihr mal, aber... Da wird nicht viel zurückkommen. Ist aber was zurückgekommen. Dann war es so, dass ich sie zufällig in Köln getroffen habe. Sie mich aber, das behauptet sie immer noch, dass sie mich damals nicht erkannt hat, da sie keine Kontaktlinsen getragen hat. Aber da habe ich sie zum ersten Mal live gesehen und dachte, okay, die Frau muss ich auf jeden Fall kennenlernen. Also Ende 2017 meine ich, dass wir angefangen haben zu schreiben. Dann hatte er auch mal gefragt, hey, wollen wir uns nicht mal irgendwie so treffen? Dann hatte er mir noch eine Frage gestellt und ich war aber so in meinem Ding versunken, weil zu der Zeit die Glow war. Und ich war auf dieser Glow und war so in meinem Film drin, dass ich total vergessen habe, ihm zu antworten. Dann an dem Montag drauf, also nach dem Wochenende, bin ich in die Arbeit gegangen. Ich habe damals noch bei Benefit gearbeitet, das wissen viele von euch gar nicht. Und habe all meinen Kollegen erzählt, ich habe heute ein Date und ich bin ganz aufgeregt und ich sehe den heute das erste Mal und ich glaube, der ist voll lieb und nett und bla 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 bla. Und bin aus dem Laden dann um 8 Uhr raus und wollte nur gucken, zu welcher Adresse ich hin muss. Und dann habe ich erst gesehen, dass ich ihm total vergessen habe zu antworten. Und dementsprechend kein Date stattfinden wird. Und es hat mir so leid getan, also wirklich, ich habe es einfach nur verplant, dass ich ihm direkt eine Sprachnotiz geschickt, dass es mir mega leid tut, dass ich nicht geantwortet habe. Und er hat zum Glück das alles auch genau so aufgefasst. Jedenfalls hat er sich mit mir dann getroffen. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage, wo hat unser erstes Date stattgefunden? Jetzt weiß ich es auch wieder. Wir hatten uns zum Frühstücken verabredet, das weiß ich noch. Und ich bin zu spät gekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber locker Viertelstunde, wenn nicht sogar 20 Minuten. Und unter der Woche gab es ja kein Frühstück. Und da gab es dann irgendwie Spaghetti zum Frühstück. Und ich weiß, dass mir das so am Arsch vorbeiging, aber Roman sich so einen Druck innerlich gemacht hat, weil er dachte, ja scheiße, ich lade die zum Frühstücken ein und dann gibt's kein Frühstück mehr. So, und wenn man dann Roman näher kennenlernt, er macht sich wegen solchen Sachen halt irgendwo einen Druck und wusste nicht, dass ich in der Hinsicht super einfach zu handeln bin und mir einfach dachte, ja mein Gott, dann gibt's halt Nudeln zum Frühstück, ist jetzt kein Stress. Genau, und dann haben wir Nudeln zum Frühstück gegessen. Da ist mir das schon sehr positiv aufgefallen, dass sie anscheinend sehr, dass sie nicht kompliziert ist, sondern ja, Sachen so annimmt, wie sie kommen. Und hat ein sehr, sehr schönes erstes Date, meines Erachtens. Ja, wie ich schon eben gesagt habe, fand ich es mega, dass sie so unkompliziert war. Wir konnten viel lachen, wir haben uns auf Anni verstanden, wir hatten immer Themen zum Reden, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass ich mir wahrscheinlich erstmal auch gedacht habe, boah, cool, dass er so locker ist, dass ich zu spät komme und dass in dem Sinne kein Problem, kein großes war. Jedenfalls hat er es mir nicht gezeigt. Weil jetzt, wo ich weiß, wie Roman tickt, weiß ich, dass er schon so eine Viertelstunde vorher, wenn überhaupt noch länger wahrscheinlich, schon viel früher da war und dementsprechend wahrscheinlich eine halbe Stunde alleine am Tisch gesessen hat.
weiß, dass er aufgestanden ist, als ich reingekommen bin. Und ich glaube, du hast gebunken, um zu signalisieren, dass das jetzt mein Datepartner ist, so gesehen. Und ich weiß, dass er komplett schwarz angezogen war. Also er hatte eine schwarze Hose und ein schwarzes, super enges T-Shirt. Was mir sofort aufgefallen ist. Also es war sogar ein Ticken zu eng, dein T-Shirt. Also das war zu eng. Das ist mir sofort auch aufgefallen. Also ich glaube, das waren so die ersten Eindrücke. Und gut aussehend. Ja, aussehen war halt auch einfach Bombe, wo sie in das Café reingekommen ist, war ich schon da und deswegen konnte ich sie im Ganzen betrachten und es war einfach, Annika ist einfach eine wunderschöne Frau. Ich glaube, die Familie habe ich so richtig kennengelernt zum 80. ihres Opas. Ich glaube, da war ich mit Annika, kann ich mir genau sagen, ich würde sagen, da war ich schon so 2-3 Monate mit ihr zusammen. Da waren wir auf der Zugspitze alle gemeinsam. Und da habe ich die ganze Familie zum ersten Mal kennengelernt am Hauptbahnhof von München. War ein sehr, sehr schöner Abend, also ein sehr, sehr schöner Tag. Und ich glaube, ich habe einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Also Romans Familie wohnt in Berlin. Dementsprechend muss das irgendwann gewesen sein, als ich in Berlin war. Und ich glaube sogar, dass es war, als ich in Berlin gewohnt habe, wenn ich mich recht besinne. Als er mich besucht hat. Und ich meine, ich bin so ein halbes Jahr, nachdem wir zusammengekommen sind, bin ich schon nach Berlin gezogen. Also so... ja, halbes, dreiviertel Jahr später. Ich kann mich genau an den Tag erinnern. Ich kann mich nicht unbedingt erinnern, was ich anhabe, wenn ich ehrlich bin. Aber dass wir mit dem Auto hingefahren sind, wir waren nett was brunchen, Kaffeekuchen, glaube ich, gab es. In einem super süßen Café draußen, wo man jedes Mal denkt, wir waren woanders. Ja, und ich weiß, dass er mich im Auto vorher noch gefragt hatte, ob ich nervös bin. Das weiß ich noch. Andi kann ich rülpsen. Zum Beispiel. Ich versuche das beizubringen, weil manchmal hat man ja hier so ein bisschen Luft und manchmal tut auch der Bauch weh. Aber sie kann es nicht, weil sie sagt nicht, ob das eine Angewohnheit ist oder ob das von Geburt an ist. Annika stellt immer die Zahnputzköpfe mit den Bürsten zueinander, als wenn die sich küssen würden. Roman nimmt beispielsweise immer, wenn er auf die Toilette geht, nimmt er sein Handy mit und macht laut Musik. Boah, mir fällt wahrscheinlich im Nachhinein so viel ein. Er erzählt mittlerweile weniger Witze. Dafür steigt die Qualität. 2,5 Jahre jetzt, wie ihr gerade beim Einspieler gehört habt. Für mich so 1.1.2018 sind wir zusammengekommen. Annika hat sich davor, war sich nicht sicher, ob sie in eine Beziehung mit mir möchte. Dann hat sie mir aber zum Silvester, wo ich in Ägypten war und sie hier in Köln, hat sie mir gesagt, dass sie gerne mit mir zusammen sein würde. Und dadurch, dass ich es ja sowieso wollte, habe ich dieses Datum gewählt für mich. Roman hat immer ein anderes Datum als ich. Dementsprechend haben wir uns einfach auf die Mitte so gesehen geeinigt. Aber wir haben eigentlich keinen Jahrestag. Also wir feiern jetzt auch nicht, hey, 2 Jahre. So, ich brauche keinen Jahrestag, um dich zu lieben. Oh. Oh. Zu kurzes, kleines T-Shirt. Ja gut, das erste, was ich gesehen habe, war ein Foto von ihr. Deswegen muss ich leider jetzt so oberflächlich sein und sagen, ihr Äußeres. Wo wir uns dann gesehen haben, was für eine Frohnatur sie ist, wie viel sie lacht, wie unbeschwert sie ist. Und das ist auch eigentlich das, worin ich mich bei ihr verliebt habe. Dass wir sofort offen über alles reden konnten. Ich weiß, dass wir beim allerersten Treffen, dass wir zum Beispiel über Swingerclubs geredet, bei unserem allerersten Date. Bestimmt kam von mir irgendwie dieses Thema auf. Da haben wir drüber gesprochen und das war so sofort einfach lockere Atmosphäre und ich wusste, okay, da ist jetzt kein, da muss ich kein Schamgefühl oder sonst irgendwie was haben. Also so richtig, richtig streiten tun wir eigentlich nicht, weil wir beide der Meinung sind, dass man gewisse Grenzen nicht überschreiten darf. Für mich ist Streiten so richtiges Anschreien und sinnlos irgendwie. Das haben wir überhaupt gar nicht. Ich würde lügen, wenn man sich nicht mal anzickt irgendwo. Und gerade jetzt in dieser ganzen Quarantänezeit, da kam es dann vielleicht öfter mal, dass man sich angemosert hat. Aber das hält bei uns nicht lange. Und meistens ist es eigentlich auch so, dass man sich sofort wieder entschuldigt, zu spät kommen und sowas ist, glaube ich, ein großes Thema. Roman ist halt der Überpünktliche und ich halt eher weniger. Ich glaube, dass das immer so ein Zickenpunkt ist. Wenn wir uns streiten, dann geht es eigentlich eher um den Ordnungssinn. Also ich bin sehr ordentlich oder ordentlich, normal ordentlich, würde ich jetzt von mir aus behaupten.
Annika ist das meines Erachtens nicht so. Das ärgert mich halt so ein bisschen, aber das sind halt also Kleinigkeiten. Roman ist ordentlich, ich nicht. Wir sind eigentlich total unterschiedlich, was sowas angeht. Dass wir uns gefunden haben, ist ein Wunder. Ja, klar habe ich die Hosen an. Ich? Ich glaube schon, dass Roman der Mann im Haus ist. Ich bin schon einer, der gerne vorangeht und auch gerne entscheidet. Aber ich bei manchen schon auch was sagen will und er mich dann auch lässt. Mir ist aber auch sehr, sehr wichtig, dass es Annika gut geht. Und wenn Annika sich was in den Kopf gesetzt hat, dann bin ich derjenige, der meistens nachgibt, weil ich halt mich freue, wenn es ihr halt auch gut geht. Es kommt ja voll drauf an, bei was. Also, aber wenn es jetzt irgendwo um Sachen geht, dass... Okay, keine Ahnung. Ich sag lieber mal eher. Boah, das ist auch so ein Thema. Wir versuchen uns gesund zu ernähren, aber ich glaube, wir haben auch beide die Eigenschaft, dass wir eigentlich alles essen. Annika isst seit Anfang des Jahres kein Fleisch mehr. Dementsprechend habe ich meinen Fleischkonsum auch etwas runtergedreht, weil es keinen Sinn macht, für zwei Personen zu kochen. Rosenkohl, haben wir beide gesagt, essen wir nicht gerne. Roman mag kein Kokosnussöl. Und eigentlich mag ich auch nicht unbedingt Lakritz. Ansonsten essen wir eigentlich so gut wie alles. Annika hat eigentlich eine 40. Ich trage eine 39. Kauft aber immer eine 39, weil 39 schöner klingt. Ich finde es total albern. Aber das ist Annika, das ist ihr wichtig anscheinend. Deswegen würde ich ja sagen, offiziell eine 39 hat sie. Roman trägt eine gute 43. Ich habe 43, 44, in Fußballschuhen 43, in normalen Sneaker 44. Das war in unserem Griechenlandurlaub 2018 und da haben wir zum ersten Mal, ich liebe dich, gesagt. Ich weiß, dass Roman nur gesagt hat, ich dich auch. Das hat für mich nicht so ganz gezählt. Und wann hat Roman zu mir gesagt, ich wollte mir das merken, aber ich habe es noch nicht gemerkt. War ein bisschen später auf jeden Fall, aber ich habe mich sehr wohl danach gefühlt, weil ich dann dachte, okay, jetzt angekommen. Annika hat ganz klar einen Hund. Und zwar hatte Annika selber einen Hund gehabt und wir wollen irgendwann auch einen Hund haben. Border Collie, glaube ich, ist so die Wahl. So viel zur Frage, wer hat die Hosen an? Hast du ein Lieblingstier? Löwe. Nee, ich glaube, Roman hat kein Lieblingstier. Jetzt so als Haustier würde ich mir definitiv einen Hund zulegen wollen später mal. Ich bin allgemein ein sehr tierlieber Mensch. Ich liebe Tiere, aller Art. Dementsprechend würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Lieblingstier habe, wenn ich ehrlich bin. Das ist einmal Jeremy, den kennt er ja auch schon von Knallhart. Deria, Julia aus München, die auch eigentlich immer und überall dabei ist. Aber ich glaube, wenn es ihr richtig, richtig, richtig schlecht geht, dann ist es ihre Mama, Jeremy und Deria. Boah, ich würde bei Roman sagen Marcel. Roman hat so eine Jungsgruppe, die tagtäglich in Kontakt sind und sich so irrsinnig lange Sprachnotizen hin und her schicken. Das kenne nicht einmal ich als Frau. Also die sind teilweise über 10 Minuten lang. Das ist unfassbar. Dementsprechend würde ich schon auch einen Daniel würde ich schon auch mit reinziehen bei dir. Was mich am meisten hasst, ist Unpünktlichkeit, wenn man zu spät kommt. Unpünktlichkeit hasst Roman. Und Unordnung. Das sind genau die zwei Themen, die ich halt einfach verkörper. Ja, da könnte, glaube ich, manchmal in die Decke gehen. Also man merkt das immer, wenn Roman, hinten ist unser Arbeitszimmer, wenn Roman ins Arbeitszimmer reinkommt und wieder es aussieht, als wäre eine Bombe explodiert, dann... sehe ich ihm das einfach schon im Gesicht an. Also, dass er sich einfach unwohl fühlt. Und er fängt dann auch an, so langsam irgendwie so ein paar Sachen aufzuheben, dass ich dann schon sage, soll ich dir kurz helfen? Soll ich mal kurz aufräumen? Ja, ich fühle mich ein bisschen unwohl, sagt er dann auch immer. Das hasst er am allermeisten. Annika ist halt immer auf den letzten Drücker. Und wenn ich sie dann quasi trieze, dass sie sich bitte jetzt fertig machen soll oder dass wir los müssen, ich glaube, Das nervt sie am meisten an mir. Ich bin jemand, ich mache immer alles auf den letzten Drücker, da haben wir es schon. Also ich glaube, Druck ist gar nicht so schlimm, aber wenn man mich so richtig stresst dann einfach, obwohl noch nicht wirklich ein Grund für mich ist zum Stressen. So, weil du stresst ja schon immer 5 Minuten vorher. Wo ich sage, ja, ich habe die 5 Minuten schon eingeplant.
Ich habe doch nur 5 Minuten. Also Annika kann definitiv Sims spielen stundenlang. Sims spielen? Internet? Könnte ich auch stundenlang. Ich könnte auch den ganzen Tag könnte ich Netflixen. Du könntest einfach stundenlang Fußball gucken, Fußball spielen. Da würde auch total die Zeit vergessen. Sachen zusammenschrauben und bauen könnte auch noch stundenlang. Ich könnte mir irgendwelche Tutorials angucken, wie man was repariert. Ich könnte mir Sportdokumentationen auf Netflix oder im Fernsehen halt angucken. Bundesliga, Fußball könnte ich auch stundenlang gucken. Ja, auf jeden Fall sind wir uns sicher, dass wir Kinder haben wollen. Ein Hund und ein Haus, so diese Standardsachen. Jetzt wollen wir erstmal viel reisen. Wir wollen gucken, dass wir in 1,5 Jahren, 2 Jahren eine kleine Off-Zeit machen und ein bisschen was von der Welt sehen. Meines Erachtens wäre es dumm, eine Beziehung zu führen, wenn man nicht denkt, dass man eine Zukunft zusammen hat. Dementsprechend kann ich mir natürlich vorstellen, Roman zu heiraten, Kinder zu bekommen, 2 Stück in ein Haus bestenfalls zu ziehen, mit einem Buri. Sodala, das war's jetzt. Wir haben die Fragen beantwortet. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und wenn ihr weitere Fragen an uns habt, wenn ihr sagt, hey, macht das nochmal zu vielleicht einem anderen Thema oder sowas, dann schreibt uns das mega gerne unten in die Kommentare. Genau. Weil du wirst gar nicht gefragt. Du drehst mit mir dann. Das beantwortet die Frage, wer die Hosen anhat. Wer die Hosen anhat! Oh. Kann das so schwer? Also bei manchen musste ich auch überlegen, genauso wie du, mit denen, ob man Macken hat. Ja. Im Nachhinein fällt einem das ein, aber dann in dem Moment halt nicht. Ja, und ich meine, wir sehen uns jeden Tag seit jetzt 2,5 Jahren. Ja. So. Jeden Tag? Nee, so, also nicht seit 2,5 Jahren, aber die letzten 6 Wochen jetzt, zu viel. Oh. Schaut bei Instagram vorbei, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, auch so den Alltag. Und jetzt wirklich genug. Bis dann. Tschüss. Tschüss.